ist denn hier mit dem Pfiffi? Den hat der David gerufen. Achso. Wollte den gerade töten. Nee, der ist cool. Aber wartet mal kurz. Hier ist noch ein Pfeiler warten. Dann bitte einmal kurz speichern. Aber erst wenn Pfeiler hier ist. Und dann, Shaolin, habe ich mir gedacht, du kletterst hoch im Schattenmodus. Also sprich, dass du ein bisschen versteckt bist. Dann, wo soll ich denn hoch? Achso, da hochklettern. Okay. Genau. Guckst du wollen wir nicht die Barrikade zerstören? Na doch, das würden wir denn machen, aber du guckst erstmal, was da so abgeht. Achso, na, ich kann ja auch mit BRSD gucken. Ja, das ja, aber du siehst ja nicht alle Gegner und siehst das hier nicht. Ich bin einfach blind durch die Barrikade, aber ich dachte, ist unser Wuppi aus unserem Lager? Der kann hochklettern, was? Der Hund ist hochgeklettert? Ja. Oh, hier sind Pflanzen. Hast du den Hund Lars genannt? Ja, der ist Kratzer. Okay. Hier sind Gegner. Mal Lars. David? Das ist ja egal. Wir können da auch hochklettern. Aber ich kann oben halt rein gar nichts sehen, Alter. Oh, jetzt ist ein Adler. Alex ist hier. Okay. Ja, also, ja. Frage, ob wir nicht mit denen quatschen können. Das sieht hier aus wie die nächste Hauptstadt. Guck mal, da ist sogar ein den Eingang. Ja, Riesenadler, ja. Könnte man mit denen quatschen, genau. Aber ich glaube, wir müssen unten erstmal alles töten. Also durch die Barrikade. Ich will das auf vorher erst quatschen, nicht, dass wir danach wieder runterlaufen müssen. Hm. Oder? Ja, von mir aus, dann quatsche ich halt mit den Adlern, das ist mir Bolle. Aber ich will jetzt nicht gegen die beiden Riesenadler da alleine kämpfen. Aber eigentlich wäre besser, wenn David mit denen quatscht, weil er... Gespeichert hast du? Ja. Weil David hat genauso viel Charisma wie ich und David kann mit Tieren gut sprechen. Also klettern wir jetzt hoch oder was ist jetzt der Plan? Ja. Ich bleib einfach hier im Schattenmodus. Da hinten, rechts, Leute. Also okay, ich gehe jetzt auf Reden. Ja. Rede mit denen. Hallo. Ich dachte, gleiche Familie und so. Ja. Ist aber ziemlich über den Kamm geschoren, finde ich. Juse, du kannst David noch. Ne, er hat alles. David kann sich selber buffen. Oh oh. Ja. Hast du noch Inspiration? Nö. Nee. Tüdüm. Jetzt müssen wir mal fressen. Ja, jetzt müssen wir kämpfen. Jupp. Da müssen wir kämpfen. Mhm. Alter, 62 hat das Vieh. Und der Rufverstärkung der Penner. Und ich kann keinen Kampfrausch machen, fuck. Ja, dann versuche ich erstmal den bei Pyler da wegzutöten. Ja, ich bin dabei. Na, ich bin ja so. Bin. Achso. Soll ich mal probieren erstmal? Na, mach mal. Nee, ja, versuch's. Ja, nicht schlecht. Nice. Hat nur noch 7 erwischt. Perfekt. Oh, noch 2, fuck. Pfeiler, kannst du noch was machen? David, hättest du erstmal den 2er da weggemacht? Ja, das wäre praktisch gewesen. Ja. Oh. Ich hab gleichzeitig gedrückt. Ja, das ist. Aber ist okay, der ist weg, der ist weg. Unpraktisch. Ich hab einen normalen Angriff gemacht. Ja, sehr gut. Ich habe ja mit meinem Stab jetzt einen Donnerniederschlag 4 bis 22 Schaden. Ne? Hm. Cool. Als Standardangriff. Also Standardaktion. Oder? Nee, ist Bonus. Oh Mann. Achso. Oh. Was ist denn passiert? Ey, David, bist du nicht ausgeschlafen oder was ist los mit dir heute? David ist müde. Ja, wirklich. Ja gut, der Hund wollte mal kurz parken, ist ja nicht schlimm. Ich bleib auf jeden Fall hier hinten stehen, würde ich sagen. Na, ja, besser ist das, ja. Ich bin nochmal dran. Wir brauchen Eier! Okay, ich bin auf jeden Fall gegen den nicht im Vorteil. Schade eigentlich.
Gelegenheitsangriff und Mehrfachangriff kann er noch machen, ne? Das heißt, immer wenn wir angreifen, kann auch was zurückkommen. Und wenn er einmal angreift, kann er halt mehrfach angreifen. Ist ja logisch. David! Ecke? Nee. Ist noch Zug beenden. Signalruf, okay. Oh, da kommt noch einer. Es kommen drei von rechts. Ah ne, hinter uns auch. Oh, Alter. Aber lass uns erstmal den Riesenadler machen, dann kommt keiner mehr. Ja, ja, ja. Haut ruft auf den. Pfeiler, du musst weg da. Hinter dir kommen zwei. Ja. Mal den Dicken da fertig machen, bevor er immer mehr ruft. Ja, immer noch. Am besten kommst du hier irgendwie rüber. Ich treffe ihn zu 70%. Naja, versuch's. Sehr gut. Ja, war gut. Ja, nice. Das war auch gut, oder? Ja, sehr gut. Läuft doch. So, jetzt nur noch die drei Kleinviecher. Ich wieder zurückkommen, aber ich hab... gegen irgendwas im Buch? Feuer und Säure anscheinend. Ich hab gerade Säure beigebracht. Nö, ich hab gerade ihm auch mit Feuer angegriffen. Nee, er meint Resistenzen, die haben keine. Ach so. Aber was ist gut, dachte ich mir auch. Gut zu wissen. Ach, Feuer geht immer bei Vögeln. Und Säure. Eis, ja, okay. Oh, nice. Dein Hund. Sehr. Ja, der kann sich nicht bewegen. Muss ihn wohl einer mal befreien. Kann ich verstecken. Soll sich selber befreien. Blöde Töne. Alter, da kann ich einfach rüberfliegen. Alter, der ist genau hinter uns. Hm. Nicht gut und genau auf mich. Alter. Okay. Hab ich einfach weggeschleudert. Ja, natürlich. Alles klar. Und nochmal. Zum Glück zieht das nicht viel ab. Das sind Hunde nur. Oh. Der ist wütend, David. Alter, kritischer Treffer. Alter. Ist okay. Los, Hunde. Und die kann nichts machen, sie ist zu weit weg. Hä, der Adler steht genau vor mir, willst du mich verarschen? Hat noch 12 der Wichse hier vor uns. Ah, von 4 bis 11. Toll. Krasser Typ. Hat sich richtig. Die haben alle nicht mehr viel, immerhin. Ja. Ah, shit, ich wollte meinen Bogen noch nehmen. Ah, Fehlschlag. Ja. Mein Schild. Jusen! It's in it, okay. Alex! Ah. Dann macht erstmal, ich warte. Willst du den 12er erstmal probieren? Ich oder was? Dann machst du deutlich mehr als 12. Ist die Frage, kann ich dir nicht sagen. Hat der gar keinen Schaden gemacht. Ich hab ja keinen Schaden gemacht, ja. Das ist doof.
schaffe halt definitiv nicht den 12er umzuklatschen. Ja, dann mach doch einfach irgendwie Schaden. Ist doch egal. Ja. Boah, hast du doch geschafft? Na, ich ja. Ach so. Ja, ja. Bitte sehr. Danke. Aber er hat nicht zu viel Applaus. Okay, Peiler. Jetzt du hast doch noch deinen Hund, ne? Dann versuch doch erstmal mit deinem Hund Schaden zu machen. Jetzt ist er nicht mehr entfesselt. Gefesselt. Jetzt ist er entfesselt. So. Jetzt ist er nicht mehr entfesselt. Entfesselt, ja. Ja. Ja, nice, siehst du. Aber er brennt. Das ist ja geil. Kann ich auch rauslaufen? Nee, toll. Jetzt muss er sterben. Du hast ihn geopfert. Du hast mich gebaitet. Wie gesagt, der ist nicht beschworen, der ist das nächste Ziel, was er am Lager hat. Alter. Ja, wenn der stirbt, ist er verloren weg. Oh, ich wusste es nicht. Ich wollte einfach nur den Ball werfen. Jo, er ist weg. Kriegst du den vor dir hin, Alex? Ich hoffe. Okay. Ja, hab ich. Jo, ich hab ihn nicht getroffen. Dass jetzt einfach bei Yuzen bleibt da. David, David. Kannst du Yuzen noch heilen? Ne. Schade. Yuzen. Bin gleich wieder Yuzen. Da. Kannst du dich noch heilen? Nice. Konnte ich ja. Nice. Fehlstart, nice. Alter, ich hab wirklich. Ja! Es ist fast down, Diggi. Gib mir den Rest, David. Oh. Nein! Gib mein Bestes. Bitte, ich hab echt jetzt? Leute! Jetzt müssen wir auf Alex warten. Echt jetzt, ey, gebe ich ihm schon so gut, ja, mit einer Standardattacke. Weiter, guck mal in den Chat. Warte, ich bin wieder dran. Ja, ey, mach den fertig, denn nur ein Live-Point. Hast du denn Wunsch, David? Was zu Beiderskill passt? Geil. Holzfällerhut? Robin Hood? Ein Chicken? Weiß ich, David. Na, no, mal Robin Hood. Oder Chicken. Aber ich glaube, dann ist er durchsichtig Vögel durch den Greenscreen. Oh, den sieht man nicht, wenn ich gucke. Weil er grün ist. David. Ist mir egal, such aus. Such aus. Weil er David Zeit hat. Such aus. Weiß doch, was am besten passt. Hühnchen ist noch nicht mal geöffnet, David. Ich hab noch verpackt. Ich hab doch nur Angst, dass du dich erkältest im Kopf. Ja, genau. Soll nur schön warm sein. So. Okay, wo ist denn vorne, wo ist denn hinten? Ich denk mal so ungefähr. Ja. Vielseitiger Kammer. Wir können Oma den Kristallen irgendwas mehr machen. Ist jetzt okay, ist ja ein halber Helm und ein halbes Hündchen. Mhm, sieht sehr gut aus. Ja, finde ich auch. Das ist toppy, das Ding. Darf ich mal auf so ein Kristall drücken? Was ist denn für ein Kristall, Alter? Ich hab schon probiert. Passt nicht. Also, passiert nichts. What's inside? Das ist alles gelootet? Ich glaube. Denke auch. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier in dieses komische Kathedralending noch, oder?
Ich habe eine Give Yankee Scheibe. Vielleicht kannst du die mit dem Kristall verwenden. Vielleicht kann ich die da einsetzen. Hier vielleicht müssen noch eine wir Truhe, da ne? auch. Da wo wir gerade waren, wenn man hier hinter dem Nest lang läuft, da ist noch eine Truhe versteckt, wenn man ein paar Mal springt. Sorry, Ali. Dann gehen wir durch. Ich geh ja, durch. Warte doch noch kurz auf Pfeiler. Okay. Hm. Bitte. Don't waste a step. Oh, nee, Pfeiler, einfach nur hier runter. Einfach nur hier runter, nicht da. Du läufst in die falsche Richtung. Da wo du standest, runterklettern. Mhm. Aber das ist ein heftiger Gegner, oder kann man mit dem Quatsch in Neva? Nein, das ist Hühner des Glaubens. Ich glaube, das ist kein Gegner. Doch, klettern wir mal runter, meine Freunde. Aber ich glaube auch an etwas. Vielleicht wird er meinen Glauben hüten. Ich glaube, er, Pfeiler, sollte mit dem reden. Hier, durch die Tür durch. Ja. Geht da nicht durch? Eisentisch davor. Musst du reinspringen. Kannst da drüber springen. Nö. Ich kann auch rüber springen. Jetzt. Ein Guardian of Faith Spell. Und ein remarkably long lasting one at that. Kannst du mit dem reden? Nö. Ich glaube, wenn man die Skelette neben ihm lootet, dann wird er bestimmt angreifen. Ich probier's mal. Ja. Schön. Ja, ich bin jetzt im Nahkampf. Okay. Also wenn er einen angreift, wenn du einen angreifst, gibst du direkt was zurück. Mhm. So lange wie man in seinem Radius steht, denke ich mal. Ja, bei dem bringt das auch nichts. Scheiße, ich habe einen Fehlschlag. Ich komme jetzt hier nicht raus. Oh. Aber ich stehe so Radius. Dicht. Er schlägt immer zurück. Okay. Ja. Aber ich stehe so dicht an ihm dran, ich kann da nicht wirklich. Nee, sobald du Schaden machst, macht er dir auch Schaden. Ja, aber raushüpfen bringt mir da bestimmt auch nichts. Da haut er auch zurück. Ja, er muss an ihm dran stehen bleiben jetzt. Na, das ist ja sowieso. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich habe nur Fernkampfangriffe. Na, dann hau doch einfach mit deinem Stab drauf da. Was sollst du jetzt machen? Ich habe ihn mit Öl des Schlafens getroffen. Na, mal gucken. Jo. Ist halt nur noch drei, das geht schon. Außer der Wichser heilt sich. Mal schauen, ne? Oh, ich kann nichts mehr machen. Oh, er ist tot, glaube ich. Jo, ich bin wieder da. Hey, ich stehe wieder. Vielen Dank. Jetzt das hier 1, ist 2, eine 3? Sackgasse. Ja, wir hören dich, wir hören dich. Ja, wir hören dich, ja. Let's have a look. Ja, das war wahrscheinlich einfach nur der dicke Typ. Hat nichts gedroppt? Nein. Nix. Müssen wir denn hier weiter, oder? Ja, da, ja. Nee, von hier sind wir gekommen. Hier bei David. Achso, wollen wir vielleicht eine kurze Rast machen? Ja, können wir machen, ja. Hast du was zurückgesprochen oder bleibst du da? Ja, ich stehe mir. Okay, stimmt. Kurze Rast macht doch nur die Dings offen.
Sieht doch gut aus. Kann sich David die zwei dicken Tränke von mir rausnehmen und vielleicht nochmal heilen. Wird er mal die kleinen nehmen. Oder dann die kleinen, ja. Sie hinten rechts, Alex. Geh ich gleich lang. Ich wollte nur die Barrikade kaputt machen, ja. Da hinten rechts ist dein dickes Schwert, Jusen. Geil, ich komm mit dir. Zeremonialschwert. Oh, ein alter Schlüssel. Ah, ich seh's. Ich nehm's einfach mal. Naja, aber nicht gleich drauf drücken, sondern guck erstmal, ob da eine Falle ist. Sieht nicht danach aus. Nö, nee, dann nimm's. The weapon stopped glowing. Dawnmaster Stockhold. Ich hab Cutscene. The monastery's notable keepers adorn these intricate panels. Lathendarian monasteries of this size were usually overseen by Dawnmasters, esteemed members of the clergy. The reconsecration of the monastery, conducted by Dawnmaster Seed. Sieht aus wie Dr. Doom. Evensong before the Zenith Day, celebrated by Dawnmaster Stockhold. Dawnmaster Vasaid wielding. The rest of the inscription and picture has shattered away. Dawnmaster Welking Glory beckons forth the rising sun in Lathander's name. So, Jusen, was sagt dein Schwert? Dawnmaster Stockhold. Here goes nothing. Was? Das ist dein Platz nach. Dawnmaster Seed. Ja. Ja gut, ich behalte meins auf jeden Fall. Ist doch oben geklettert, Alex, oder was? Ich bin jetzt hier oben, ja. Nee, nimm das mit der Musik. Das ist auch besser für uns. Ja, das habe ich schon wieder. Wo seid ihr nach oben geklettert? Oder kommt ihr zurück? Ich komme gleich zurück, Jusen. Bleib unten bitte. Okay. Ich habe eine Schriftrolle des der Wiederbelebung gefunden. Falls einer von uns verreckt. Okay, warum hast du mich jetzt angegriffen? Ich hab dich nicht angegriffen. Nee, aber David. Weil David schon wieder toxisch ist und irgendwen da schubsen möchte. Okay. Lass mich doch. Ey, hörst du mal auf, mich hier anzulichten? Hier sieht man nicht immer. Gut. Weiter, oder was? Jo. Wir folgen dir. Wir müssen doch eigentlich in die andere Richtung, oder nicht? Nee. In welche Richtung willst du denn? Was denn, ich finde den Eingang zur Krippe. Ist doch noch da oben, oder nicht? Ja, wir müssen ungefähr hier lang und dann noch weiter. Da ist auch noch eine Tür, ne? Wir müssen wieder zu unserem Dings, oder? Nein, wir sind hier schon richtig. Wir müssen jetzt hier durch die Tür, da sind noch Gegner. Achso, ja, aber die Quest ist doch oben. Ja, aber wir kommen doch hier durch den Raum nach oben, oder nicht? Oder kommst du irgendwo anders nach oben? Ja, das weiß ich nicht. Ey, wo seid ihr denn? Ich glaube euch, der. Von da drüben aus der Barriere sind wir gekommen. Ich habe die Barriere nur kaputt gemacht, damit wir da durchlaufen können. Für den Notfall. I smell a trap. Wo bist du denn jetzt, Jusen? Da wo auch von die ganzen Viecher gekillt haben. Komm mal wieder zurück. Lauf den Weg genau wieder zurück, den du gelaufen bist, bitte. Ich
Weil ich in den Weg gelaufen bin und jetzt? Lauf doch einfach wieder in den Raum rein, wo du dein Schwert gefunden hast. Alter, da komme ich doch nie wieder zurück. Ich bin irgendwie aus Versehen komplett einmal kurz falsch gelaufen. Ich bin gerade da. Warum? Ja, du bist da ganz unten jetzt. So, wie bist du denn da nach unten gelaufen? Ich weiß es nicht. Nur weil er vorher nach unten geklettert ist an der Wand. Also ich bin jetzt wieder da, wo wir die Gegner hatten. Ja, na dann lauf da wieder durch und dann hinten, hinten rum. Durch die Tür? Ja. Dann hinten rum. Ich habe ja die Barriere hier zerstört, jetzt kommst du ja zu uns hier drüben. Hinten wieder durch da, durch den, über die Brücke hier. Ja, genau, weiter, weiter, geradeaus. Geradeaus, ja, weiter. Immer noch weiter, jetzt springst du da rüber. Der klettert da hoch. Und jetzt läufst du weiter. Und dann springst du jetzt so zu mir hier drüben. So. Alle da? Jo. Ist hier zu, ja. Achso. Alter, wie viele das sind. Oh Mist. Jusen ist da unten. Ja. Kann ich noch laufen? Ja. Keinem Vorteil. Eine Feuerattacke, oder vielleicht Alex? Kann ich da. Warte, ich kann da hinten vielleicht. Hast Reihe du eine rausnehmen. Feuerattacke? Nee. Könnt ihr jetzt hier ranlaufen? Cool. Könnt ihr jetzt hier ranlaufen an die drei erstmal? Okay, dann mach das mal. Das würde ich ganz cool finden. Dann nehme ich die anderen hier. Ich würde erst lieber eine Fernkampfattacke machen. Ja, deswegen wollte ich es dir ja sagen. Dann mach doch erstmal die. Mach ja erstmal die drei. Dann laufe ich ran. Nice. Feuer sind weg. Sehr gut. Die haben eine Magieallergie. Allergisch gegen Magie. Wenn ein Zauber oder Zaubertrick nahe bei der Grimmschar gewirkt wird, reagiert sie möglicherweise auf die Magie und ein zufälliger Effekt wird ausgelöst. Ui. Oh, okay. Ist ja eher ein Nachteil. Jo. Naja, bei einer Allergie ist, ja.
Ja, aber denn wenn was ausgewirkt wird, wenn Jusen dran steht, wenn ich einen Zauber drauf mache, dann fällt den Jusen vielleicht ab. Nee, nur ja, wenn du in der Nähe, also wenn du quasi ein Zauberer bist und vor denen stehst, kannst du einen Zauber machen. Aber weil Jusen direkt vor ihnen steht, da habe ich Angst, dass Jusen den vielleicht auch abkriegen kann. Na, dann drück doch oben nur aufs Bild. Na klar, viel Stand. Das sind ja noch 1, 2, 3, 4. Ja, nice. Sehr gut, Jusen. Das war ein sehr guter Zug. Ja. Mahlzeit. Danke. Danke. Okay. Jusen, Jusen rum, Alter. Aber so ist ja auch der Plan eigentlich. Naja, ich kann nicht viel machen, wenn alle um dich rumstehen. Nimmt sie einmal mit feinem Bogen auf die. Könnt ihr den 16er hier wegmachen, der neben mir steht? Weil dann kann ich runter zu Jusen rennen. Ich kann es versuchen. Around these things is more trouble than it's worth. Oh, die sind jetzt instabil. Was ist denn instabil? Oh, die kriegen alle wieder zusätzlichen Effekt jetzt. Mhm. Schon gemerkt. Guck, was Jusen so aushält. Oh. Mal kicken. Oh, mal kicken, jo. Aber die kriegen wir schon weg hier, einen nach dem anderen. Deswegen, ich hätte auch wieder diese schreiende Klänge machen können, aber ich dachte mir, bei den Gegnern ist es ein bisschen verschwendet. Ne, eigentlich gerade nicht, ne. Hörst du? Ja, so viel. Na, kannst du die schreiende Klinge dann immer wieder machen oder nur einmal? Ich kann nicht bei Rast. 6 Leuten vielleicht kurze Rast. Ich wollte nur kurze Rast. Dann kannst du wieder machen. Ich kann so nur einmal pro kurze Rast. Achso, naja, ja, dann ist, ja. Deshalb fand ich es hier gerade ein bisschen unnötig. So anstrengend hier, ne? Also so stark. Genau. Das sollten wir eigentlich hinkriegen hier. David, wir warten auf dich. Ach so, scheiße. Ja. Hab ich doch gerade. Ja, sag ich so viel. Also ist ein Fehlschlag, Fehlschlag. Ja. 8 Schaden. Eine Vieh ist tot, nice. Jo, ist es schon mal weg. Dreh dich vielleicht noch mal, dass die anderen dich nicht von hinten angreifen. Mit Strong. STRG, genau. So, perfekt. Warum haben die alle nur Schaden bekommen? Und die Angriff? Nein. Hä? Ja, die haben keinen wirklichen krassen Schaden rausgenommen. Doch Betrug. Sie sind bedroht, Nachteil bei Angriffswürfen entfernt. Hope your soul is in good hands. Der hinter mir hat nur noch einen.
Ne, mach mal nicht den einen Jusen. Den großen. Nur auf den dicken drauf. Den großen Jusen. Der die Geister beschwört. Den 13er. Ja, den 13er. Den 13er. Scheiße. Du musst doch schon genau auf den klicken und nicht auf die Spiegelbilder, ne? Nee, das hat glaube ich nichts. Nee, ich hab da den Fisch da gemacht. Darf ich den Blitz nochmal probieren oder? Mach, hast du keinen Schaden genommen. Wie dann wohl? Rettungswurf gelungen. Warum schaffen die dann dauernd ihr? Besonders bei dem Blitz steht bei Rettungswurf die Ziele allein dennoch den halben Schaden. Also bei mir hat der Typ eine hohe Verteidigung hier. Ich habe nur 16% Chance, den zu treffen. Ich 30. Soll ich es trotzdem versuchen? Ja, mach du mal als erstes. Jetzt habe ich auch 30. Vorteil gegen die. Könnt auch erstmal den 16er versuchen. Gemacht. Da habe ich 90%. Klar. Alter, den, wenn wir den 1er angreifen, du kriegst 15 Schaden, wenn du. Okay. Ja, hat Alex gemerkt. Alex aufheben bringt eigentlich nichts. Nee, mach die platter. Dann gib den 13 aufs Maul, Jusen. Nice. Ja gut. Zwei. Er hat nur noch zwei, ja. Alter. Ja, logisch. Das ist gut, kritischer Fehlstart. Er ist größer geworden. Mach ich erstmal den Zweier weg oder? Dein Glück. Mach erstmal den Zweier weg, ja. Alex, ich könnte dich holen, wenn du möchtest. Nee, lass es. Jusen haut nur auf den 42er. Okay. Und mit Fernkampfwaffen müsst ihr den 1er da weghauen. Jo. Soll ich die Klinge jetzt machen, die schreiende Klinge, oder lieber nicht? Nee. Jetzt ist es egal. Jetzt brauchst du es ohne mehr. Bevor noch 6 um dich rumstanden, hättest du machen können. Der konnte ja keiner ahnen, dass die so krass wären. Deswegen lieber machen. Ja gut, aber wenn jetzt noch mal 3 so eine Vögel kommen, dann lieber bei denen, weißt du? Ich weiß nicht. Ist ja egal, wenn auf 6 Standard-Mobs um Jusen rumstehen, dann sollte er das schon machen, finde ich. Naja, aber wenn er das nur einmal pro kurzer Rast hat, also für mich sahen die jetzt auch nicht so krass aus am Anfang. Und ich war einfach nur doof, dass ich den mit 15 Kälteschaden angegriffen habe. Jo. Oh, das fördert ja jetzt auch nicht so dramatisch hier die ganze Geschichte. Oh.
den Rettungsruf geschafft. Also wenn er den jetzt tötet in der Runde, wäre gut. Gib mein Bestes. Ja, am besten greift erstmal Yusen an. Heilungsmäßig irgendwas, David? Hättest auch 11 bekommen können. Schade eigentlich. Aber so noch. I'm done. I can't wait to sleep. Nice. Aber Shaolin, du müsstest dich mal irgendwie heilen, Alter. Entspann dich. Mach ich schon. Ich bin wieder aus dem Gammelbrunnen, das ist super. Hat jetzt aber irgendwie Anschub gebraucht, dass ich die Sachen aufgeschlossen habe, oder? Keine Ahnung, was ist denn gefunden? Oder zum Puh? Nicht. Ich kann die Bücher aufheben, vielleicht sind sie viel wert. Was machen, ne? Ich hab einfach geklaut, meine Bücher. Wie lange wollen wir denn heute eigentlich noch machen? Mal sagen, nicht mehr so lange. Schlossmodus oder was? Ja, ja, könnte er jetzt nochmal zurückgehen, verkaufen. Dann ab ins Lager, ja. Zu dieser Frau wieder, wenn wir da hinkommen. Die hat ja noch Kohle. War nicht. Ja, na, wie hieß denn hier? Felsen. Trilta Felsen. Ah, wir haben kein Ei, das ist aber angegangen. Gab's da überhaupt ein Ei? Auch noch nicht. Wir müssen da dann wahrscheinlich weitergehen. Kein Ei. Okay, trotzdem erstmal mit der handeln. Ah, jetzt kann ich normal mit der handeln. Oh, nice. Brauch nicht mehr die ganze Cutscene machen. Und wenn ich, wenn ich kann, dann muss ich auf jeden Fall mittlere Rüstung lernen als nächstes. Könnte ich auch machen, wenn ich Level abgehe. Ja. Deshalb muss die Frage nicht, was bei den leichten Sachen für Magier, nicht, dass da später was kommt und dann habe ich es umsonst gelernt oder so, weißt du? Ja, aber es gibt halt auch viele mittlere Rüstungen, die für uns sehr gut sind. Aber verkauft die Braut eigentlich auch geile Pfeile? Also coole Pfeile, so Eispfeile, Feuerpfeile, Säurepfeile oder sowas? Nee, war. Weißt du, ob du sowas nicht sogar selber herstellen kannst? Und wenn, dann ist das echt teuer. War sehr effektiv. Weil ich hab die Schriftrolle Furcht, hast du die schon gelernt? Die ist ziemlich geil. Du kannst einen verzaubern, dann lässt er die Waffen fallen und will gar nicht kämpfen und geht weg. Habe ich die meisten Inventar getan? Mhm.
Du kannst es ja lernen, die Schrift, oder nicht? Zum Teil? Ja, die konnte ich lernen. Ich wollte verzaubern, du so einen heftigen Boss, verzaubern, geh mal weg und dann geht er weg. Das, was ich mit den Stäben gesagt habe, waren Feuerpfeile, ne, und Eispfeile. Ich habe sie dir mal rübergepackt. Ja, ich danke dir. Nee. Ich hab so, ne? Nee. Ach ja. Mir alles ins Inventar? Ah, ja, ich bin dabei. Ja, ich denke mal schon, dass du alles drin hast. Mann, nee. Boah. Es geht. Ein bisschen. Die hat noch genug. Peiler, guck mal bei mir, da ist eine Schriftrolle der Hast drin. Kannst du die lernen? Die wäre gut. Also, die ist echt geil, ja. Mhm. Hab ich gelernt. Der Handschuh, der macht, die David im Inventar braucht er auch nicht. Der hat ja seine. Oder braucht irgendjemand die Nahkraftrettungswürfe? Naja, meine Lieben, auf jeden Fall machen wir an dem Punkt jetzt hier Schluss. Danke, dass ihr zugeguckt habt und lasst gerne auch noch ein Abo da, wenn ihr so lieb sein würdet, oder einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten.